Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz der Entsendung weiterer Truppen hat die sowjetische Regierung die blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern Armeniens und Aserbaidschans bisher nicht beenden können. Die Soldaten erhielten am Abend Schießbefehl. Vergeblich hatten sie bisher versucht, ohne Schusswaffen für Ruhe und Ordnung zu sorgen oder auch nur durch Schüsse in die Luft. Im sowjetischen Fernsehen erklärte ein Offizier, nur harte Maßnahmen könnten jetzt noch etwas ändern. Man stehe an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. In Bergkarabach und im Grenzgebiet zwischen Aserbaidschan und Armenien hält der Bürgerkrieg an. Mit erbeuteten Waffen bekämpfen sich Fanatiker beider Seiten und immer mehr Freiwillige rücken nach. Hier bewaffnen sich Armenier. In den letzten Tagen sind mehrere Zeughäuser und Polizeigebäude geplündert worden. Den Truppen, die sich hier von Jerewan aus auf den Weg in die Unruhegebiete machen, wurde hartes Vorgehen empfohlen. Einige aserbaidschanische Blockaden sollen die Soldaten bereits gebrochen haben. Die Krankenhäuser sind voll von Verletzten. Seit dem 11. Januar hat es 169 Pogrome gegen Armenier und Aserbaidschaner gegeben. Auf dem Flughafen in Jerewan treffen Flüchtlinge aus Baku ein. Schwerverwundete werden gleich nach Moskau weitergeflogen. Am Abend dann eine Demonstration in Jerewan. Gestern hatten hier 700.000 Menschen gegen die Verhängung des Ausnahmerechts über die Unruhegebiete protestiert. Die ersten Auswirkungen der Blockade werden spürbar. Die Industrie steht still, weil Aserbaidschan kein Gas mehr liefert. Deutlicher als bisher hat sich Bundeskanzler Kohl am Abend zur polnischen Westgrenze geäußert. Vor dem Institut für internationale Beziehungen in Paris versicherte der Kanzler, die Deutschen hätten nicht die Absicht, im Europa von morgen eine Grenzdiskussion vom Zaun zu brechen. Weiter sagte er: Wir wollen eine dauerhafte Aussöhnung mit Polen. Und dazu gehört auch die Gewissheit, dass die Polen wissen, dass sie in sicheren Grenzen leben. Anders ausgedrückt, dass in diesen Gebieten, um die es geht, Menschen leben, die jetzt in der dritten Generation dort leben, dort geboren sind, dass sie Heimat gefunden haben. Und niemand will eine zweite Vertreibung, denn die erste Vertreibung war schon schrecklich genug und Millionen unserer Landsleute sind dabei umgekommen. Niemand will daher die Frage der Einheit der Nation verbinden mit einer Verschiebung von Grenzen. Grenzen, die in einem künftigen Europa der Freiheit, wie ich glaube, sowieso, wie ich hoffe, an Bedeutung verlieren werden. Im Vorfeld der DDR-Wahlen vom 6. Mai gehen einige der ehemaligen Blockparteien auf Distanz zur SED-PDS. Am deutlichsten machte dies die CDU der DDR. Ihr Generalsekretär Kirchner geht davon aus, dass seine Partei demnächst die Koalitionsregierung Motrow verlässt, die von der SED-PDS geführt wird. Kirchner sagte, die Mitglieder trügen die Zusammenarbeit mit der SED nicht mehr. Beide Parteien verhielten sich zueinander wie Feuer und Wasser. Die liberaldemokratische Partei LDPD steht zwar weiter zur Regierung, in ihrem neuen Wahlprogramm wird aber bekräftigt, dass es nach dem 6. Mai keine Koalition mit der SED-PDS mehr geben wird. Und aus der NDPD hieß es heute, auch in dieser Partei gebe es eine breite Stimmung, die Koalition nach den Wahlen aufzukündigen. Aus Ost-Berlin ein Interview mit CDU-Generalsekretär Kirchner. Wenn die CDU austritt, dann wird sie in die Opposition gehen. Das heißt, sie wird ihre Mitarbeit in den Parlamenten dieses Landes nicht einstellen, sondern ganz bewusst von einer Position der Opposition fortsetzen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass dieses Land auch nach wie vor regiert werden muss. Ich halte für möglich, dass auch eine Regierung Motrow ohne die CDU bis zum 6.5. weiterregiert. Hat für Sie auch eben gerade der Termin der Wahlen im Mai eine Rolle gespielt, die Frage nämlich, dass die CDU mitverantwortlich gemacht werden könnte für die bisherige Regierungsarbeit? Natürlich, nicht nur dies würden wir tragen aus Verantwortung, sondern es ist für uns eine Frage der Glaubwürdigkeit. Eine CDU und eine SED gehören, nachdem in der CDU ein Erneuerungsprozess stattgefunden hat, nicht mehr zusammen. CSU-Generalsekretär Huber und andere Unionsprominenz waren Gäste des Erneuerungsparteitages der Ost-CDU Mitte Dezember, auf dem Martin Kirchner zum Generalsekretär gewählt worden war. Der neue Parteivorstand und die Delegierten
hatten sich dort alle Mühe gegeben, vom Bild der fügsamen Blockpartei, die immer der SED zu Diensten war, loszukommen. Doch das ist nicht so einfach. Das weiß auch die CDU der Bundesrepublik. Eberhard Diepken war zu diesem Erneuerungsparteitag erschienen, doch auch er ohne eindeutiges Bekenntnis zu dieser neuen, aber belasteten Ost-CDU. Neidvoll könnten die Christdemokraten im Westen auf die SPD blicken, die seit dem letzten Wochenende in der DDR einen unbelasteten Partner gefunden hat, eine neue Partei, die jetzt auch noch ihren Namen trägt. Der Präsident des Obersten Gerichts der DDR, Günter Sarge, ist heute zurückgetreten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN ist zugleich auch der stellvertretende Generalstaatsanwalt Harry Harland abberufen worden. Beiden wurden Versäumnisse in der Amtsführung zur Last gelegt. Die Volkskammer hatte am vergangenen Freitag aus Empörung über die schleppenden Ermittlungen gegen Angehörige der früheren SED-Führung ein Disziplinarverfahren gegen Sarge und Harland eingeleitet. Die früheren SED-Spitzenfunktionäre Krenz und Schabowski haben heute jede Verantwortung für die Übergriffe der Polizei gegen Demonstranten am 7. und 8. Oktober zurückgewiesen. Vor einem Ostberliner Untersuchungsausschuss sagte Schabowski, damals Ostberliner SED-Chef, er habe von den Verhaftungen und Misshandlungen erst am nächsten Tag aus der Zeitung erfahren. Die gesamte Angelegenheit sei ausschließlich über Honecker und Mielke gelaufen. Honecker habe die entscheidenden Befehle erteilt. Schabowskis Äußerungen wurden von der Kommission mit Unmut aufgenommen. Egon Krenz, nach Honeckers Sturz 6 Wochen lang Staats- und Parteichef, erklärte erneut, nicht an Befehlen gegen friedliche DDR-Bürger mitgewirkt zu haben. Bundesumweltminister Töpfer hat bei Gesprächen mit Regierung und Opposition in Ost-Berlin neue Vereinbarungen mit der DDR getroffen. Dazu gehört die Zusammenarbeit in Umweltkommissionen wie auch bei einer Reihe von gemeinsamen Projekten zum Umweltschutz. Ein kräftiger Schub für den deutsch-deutschen Umweltschutz, so werteten heute beide Seiten den Besuch von Bundesumweltminister Töpfer in Ost-Berlin. Töpfer und sein DDR-Kollege Diederich unterzeichneten 2 Vereinbarungen. Die eine betrifft 5 Messstationen im Gewässerschutz, die andere ein Smog-Frühwarnsystem. Den Grad der Umweltbelastung in der DDR zu erfahren, das ist für die Opposition am runden Tisch, die Töpfer nach seinen offiziellen Gesprächen informierte, das Thema Nummer 1. Wichtig für die Opposition, die Daten müssen öffentlich gemacht werden. Das gilt auch für das Thema Kernkraft. Über die Errichtung kerntechnischer Anlagen in Grenznähe werden die Bürger beider deutscher Staaten informiert. Im Falle der Endlagerung muss auf beiden Seiten künftig ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Zum Komplex Sicherheit bestehender Kernkraftwerke in der DDR sagte Töpfer auf einer Pressekonferenz. Kurzfristig wird eine Zusammenarbeit bei der Sicherheitsüberprüfung der im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Greifswald in Angriff genommen. Sachverständige aus der Bundesrepublik Deutschland werden an den Untersuchungen teilnehmen und auf diese Weise die zuständigen Behörden der DDR bei der anstehenden Entscheidung über sicherheitstechnische Konsequenzen unterstützen. Unterstützung der DDR, das heißt für Bonn auch immer mehr Umweltschutz für die Bundesrepublik. Die evangelischen Kirchen in beiden deutschen Staaten wollen sich wieder zusammenschließen. Sie hatten sich 1968 auf Druck der DDR organisatorisch getrennt. Nach einer Tagung in Loccum kündigten die Bischöfe Kruse und Laich heute an, dass nun eine gemeinsame Kommission darüber beraten soll, wie die Kirchen wieder zusammengeführt werden können. Ein Zeitplan ist noch nicht vorgesehen. Die beiden Kirchenleitungen befürworten auch, dass die Bundesrepublik und die DDR zusammenwachsen. Sie gehen davon aus, dass dies in mehreren Schritten in einem gesamteuropäischen Rahmen geschehen wird. Trotz des anhaltenden Zustroms von Aus- und Übersiedlern denkt die Bundesregierung nicht an Zuzugsbeschränkungen. Das Tor bleibt offen, sagte Innenminister Schäuble heute im Bundestag. Es sei auch nicht geplant, Notaufnahme- oder Übergangslager zu schließen. Allerdings riet Schäuble DDR-Bürgern, die in die Bundesrepublik übersiedeln wollen, sich vorher eine Wohnung und einen Arbeitsplatz zu suchen. Darüber hinaus wurde heute aus dem Bundesausgleichsamt bekannt, dass Übersiedler seit Anfang des Jahres keine Einrichtungshilfe und keine Vermögensentschädigung mehr erhalten. Aussiedler aus den osteuropäischen Staaten sollen finanzielle Sonderleistungen nur noch dann erhalten, wenn sie ihr Verfahren auf Anerkennung als Deutsche im Herkunftsland abschließen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund soll künftig von Heinz-Werner Mayer, dem Vorsitzenden der IG Bergbau und Energie, geführt werden. Darauf haben sich die Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften verständigt. Die Wahl ist Ende Mai. Mit Mayer sprach Karl-Peter Schickendanz. Wo sehen Sie denn Ihre Hauptaufgaben? Wo würden Sie die Schwerpunkte der Arbeit setzen in den nächsten Jahren?
Also ich denke, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund eine neue Konzeption für die Öffentlichkeit benötigt, als Voraussetzung auch für mehr Effektivität und mehr Effizienz. Ich denke, das lässt sich schaffen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund muss wieder eine deutliche Stimme für alle Gewerkschaften in wichtigen politischen Fragen bekommen. Heißt das, dass es jetzt kämpferischere Gewerkschaften geben muss als bisher? Also Gewerkschaften sind ja kämpferisch. Darauf kommt es nicht so sehr an, dass die kämpferischer sein müssen. Es kommt darauf an, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund wieder zu der gemeinsamen Stimme der Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbundes wird, und zwar nach außen. Bis zu 100 Menschen wurden heute in Alfeld an der Leine bei einem Chlorgasunfall in einer Papierfabrik verletzt. Sie erlitten Verätzungen der Atemwege und der Augen. Nach Angaben der Feuerwehr platzte beim Umfüllen des Chlorgases ein Schlauch. Für die Einwohner von Alfeld wurde über Lautsprecher und Radio die Warnung ausgegeben, in den oberen Stockwerken ihrer Häuser zu bleiben, da das Chlorgas schwerer ist als Luft. Die Feuerwehr bekämpfte das Gas stundenlang mit Wasser, um es unschädlich zu machen. Nach 3 Stunden wurde der Alarm aufgehoben. Im Prozess um die Tanklastzugkatastrophe von Herborn Anfang Juli 1987 verurteilte das Landgericht Limburg heute den Speditionsunternehmer wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu 2,5 Jahren Freiheitsstrafe. Der Fahrer des Benzintransporters erhielt 1,5 Jahre Haft auf Bewährung. Das Inferno von Herborn war vermeidbar. Mit dieser klaren Feststellung begann Richter Dietmar Roth seine Urteilsbegründung. Die Unfallursache und auch hier ein genauso klares Wort war menschliches Versagen im Umgang mit der Technik. Nach 11 Monaten Prozessdauer erteilte das Gericht allen Spekulationen darüber, ob der Hauptschuldige die moderne Bremstechnik gewesen sein könnte, eine deutliche Absage. Nicht die Antiblockierbremse habe versagt, sondern der Mensch. Zum einen der Fahrer Josef Vogt. Er habe um den schlechten Zustand seines Gefahrguttransporters gewusst. Das Gericht bescheinigte ihm eine Mischung aus Sorglosigkeit durch Gewohnheit und die Leichtsinnigkeit des Könners. Noch mehr Verantwortung, so der Richter, trage der Spediteur Hans-Peter Hartmann. Er kannte die Mängel am Fahrzeug, entstanden durch schlechte Wartung, ordnete dennoch den Transport an. Die Schuld der Verurteilten belege die Indizienkette, so das Gericht. Rückblende. 7. Juli 1987. Der Benzintanklastzug mit den defekten Bremsen schoss auf der Gefällstrecke wie eine Bombe in den Ortskern von Herborn. Stürzte vor der Eisdiele um, geriet in Brand mit allen verheerenden Folgen. 5 getötete Jugendliche, 41 Schwerverletzte, 17 Millionen Sachschaden. Das war die größte Katastrophe in der bundesdeutschen Verkehrsgeschichte. Und seitdem die Angst vor den Gefahrguttransporten und, wie man seit heute weiß, der Verantwortung des Menschen dafür. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A. 20, 22, 24, 33, 37, 43, Zusatzzahl 44. Ziehung B. 3, 15, 22, 25, 26, 46, Zusatzzahl 36. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 6710958. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 18. Januar. Das Satellitenbild zeigt ein dichtes Wolkenband, das von Skandinavien über die Ostsee und den Ärmelkanal bis zum Atlantik reicht. Es trennt milde, aber wolkenreiche Luftmassen über Mitteleuropa von kühlerer Meeresluft über dem Nordatlantik. Dieser Tiefausläufer überquert derzeit Mitteleuropa von Nordwest nach Südost. Dahinter wird kühle Meeresluft nach Deutschland geführt. Sie gelangt vorübergehend von Südwesten her unter Hochdruckeinfluss, bevor im weiteren Verlauf ein neues atlantisches Frontensystem nachfolgt. Die Vorhersage für morgen. Im Alpenraum anfangs zum Teil noch stark bewölkt und einzelne Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. Später, wie bereits in den übrigen Gebieten, Übergang zu wechselnder Bewölkung und vor allem im Nordosten Deutschlands noch vereinzelte Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis 5 Grad. Dabei vor allem in höheren Lagen Glättegefahr durch überfrorene Nässe.
Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Mäßiger nach Norden hin frischer, in Böen auch stürmischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten? Am Freitag im Norden noch einzelne Niederschläge, sonst wolkig mit Aufheiterungen. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin, warum die DDR-CDU die Regierung Modrow verlässt. Ein Live-Interview mit Generalsekretär Kirchner. Und Olé Passé, Spaniens erste Stadt ohne Stierkampf.